Durch einen Vorhang geht es hinein in die verborgene Welt unter unseren Füßen. Auf die Größe einer Landassel geschrumpft, können die Besucher im Frankfurter Senckenberg-Museum das Höhlen- und Spaltensystem des Bodens erkunden. In 4 Themenbereichen erfahren große und kleine Besucher durch interaktive Exponate viel Wissenswertes über verschiedene Bodenbewohner und Bodentypen und lernen auch die Prozesse im Boden kennen, die man sonst nicht wahrnimmt. Wir zeigen also, welche Bedeutung Bodenorganismen für die funktionellen Prozesse im Boden haben, dass Recycling nur funktionieren kann, wenn Mikroorganismen und Tiere zusammenarbeiten und nur dann die Nährstoffe bereitgestellt werden, um Pflanzen wachsen zu lassen. Und auf der anderen Seite zeigen wir die Gemeinschaften und ihre Räuber-Beute-Beziehungen. Also wir zeigen die bösen Vertreter, die Räuber im Boden, aber auch die Mechanismen, mit denen die anderen, die Pflanzenfresser oder Pilzfresser, sich schützen können. Da viele Insekten in Originalgröße für das bloße Auge kaum sichtbar wären, werden sie hier in 100- oder sogar 1000-facher Vergrößerung gezeigt. Wie beispielsweise diese 500-fach vergrößerte Raubmilbe, die einen Springschwanz überwältigt. Auch dieser normalerweise 7 bis 20 mm kleine Saftkugler wächst hier auf die Größe eines Hasens heran. Besondere Aufmerksamkeit bekommt auch die Umweltbelastung und die Vernichtung des Bodens, die durch den Menschen verursacht werden. Wir haben einen Teil der Ausstellung dem Bodenschutz und der Vernichtung von Böden gewidmet. Da zeigen wir Dinge wie Erosion oder Versiegelung oder Pestizideinsatz, beschäftigen uns aber auch mit dem Verbraucherverhalten. Und wenn wir uns anschauen, wie viel Fläche ein Lebensmittel verbraucht, dann ist eine Kartoffel mit 2 Quadratmetern sehr sparsam. Aber wenn ich ein Stück Rindfleisch produziere, brauche ich fast das 100-fache, 154 Quadratmeter. Und das ist mit allen Fleischprodukten so, dass der Flächenverbrauch deutlich über dem liegt, was Pflanzenproduktion an Fläche braucht. Bis zum 13. August können Sie hier noch zum Insekt schrumpfen. Aber keine Angst, zum Schluss kommen Sie wieder ganz groß raus.